So, nun schauen wir mal. Also, vor 3 Tagen beim Waschen, immer auf Boden viel Wasser. Wir schauen hier, genau hier, ist nass. Viel nass, Holz nass, Waschmaschine gut, alles trocken. Alles trocken. Alles trocken. Auch hinten. Alles trocken. Und auf dem Boden. Auf dem Boden. Male. Viel Wasser. Nass. Ja, da sehen Sie alles zum Putzen. Es war nass. 2 Zentimeter nass. Das Leitungen. Alles trocken, alles trocken. Alles trocken. Aber von wo kommt das Wasser? Boden ist nass. Tja. Immer gesucht, nicht gefunden. Aber Wasser kommt. Und irgendwann, eine Frau im Dachgeschoss, im Obergeschoss, spielt, wäscht, duscht und plan, genau hier kommt Wasser. Genau hier, 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 hier raus. Das Wasser kommt hier raus. Aber da ist nur irgendwie. Das Wasser, was nahe geht, hat gar kein Wasser. Ja, dann, okay, dann, das Wasser kommt von Bad, von der Küche, in Obergeschoss. Genau von dem Rohr hier, kommt hier runter und gleich, boah, und genau hier raus. Raus hier und auf Boden alles nass. So, die Leitung hat es Siphon, ist klar. Die Leitung geht noch tiefer, schräg runter, weiter schräg, schräg, schräg und geht hin. Hauptfall auf Wasserleitung. Ja, dann soll normalerweise Richtung Hof und Straße. Dann ist im Teller landen. Stopfen hier. Also Kappe aufgemacht, ist alles drin gut. Das ist ein Rätselhaft. Das ist auf Wasserleitung. So. Jetzt schauen wir mal. Unser Baby, wieso kommt Wasser da oben? Das heißt, ich muss ins Zug legen, die Leitung demontieren und hineinschauen. Okay, bis gleich. Das ist der Siphon oder der große Schluss. Da drin ist sauber. Ist nichts drin. Aber der große Schluss war genau hier. Ja, was heißt zurück rein? Nach oben. Das Rohr drin ist auch sauber. Aber das Rohr. Vom großen Schluss, schauen Sie mal, das steckt drin, das steckt drin, schauen Sie mal. Und das Rohr kommt von Waschbecken, Badewanne.
Wasch die Becken, Badewanne, Waschmaschine. Ja, wie kommt sowas da rein? Normalerweise, ja, so ist die Gerätschaft, hat er immer so ein Sieb. Aber wie kommt das durch das Sieb rein? Ja, das ist bestimmt, da steckt noch mehr drin. Ja, das Rohr von oben. Da steckt auch Sachen drin. Da kommt raus. Da. Was ist denn das? Das kommt in die von der Badewanne und Waschbecken. Interessant. Ja, keine Wunder. Jetzt ist Rohr sauber. Jetzt ist sauber. Ja. Das steckt das auch drin. Von Badewanne und Waschbecken. Genau das. Das war drin. Ja. Und hier weiter. Gott sei Dank. Das war die Hauptzeitung. Gott sei Dank. Ist sauber. Die habe ich jetzt raus. In die Hauptzeitung. Da ist nichts drin. Gott sei Dank. Ist normal. Also steckt nichts drin. Von oben kommt diese Müll. Die andere Leitung da oben. Jetzt. Bis jetzt ist es sauber. Aber gut, sieht man diese drin. So, nun Identität für Nassboden haben wir. Das war alles im Rohr drin. Diese kleine Rohr. Alles drin. Jetzt ist alles raus. Alles raus. Waschmaschine auch. Okay, alle geschlossen. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Hinten alle geschlossen, alles sauber. Auch. Also ich würde sagen, die Lappen, die alten Klamotten, sind sehr gut. Meine schmeiße ich nicht weg. Die brauche ich mal hier, wenn die Keller nass ist. Da schauen Sie mal. So viele Klamotten, alte Klamotten. Alles war zum Wegschmeißen. Aber jetzt brauchen wir keine Lappen zu kaufen. Die können wir mal benutzen hier zum Putzen. Also, es wird dann geschlossen. Jetzt muss wieder sehr gut laufen. Okay. Die andere Anlage, die Wasserzähler, alles was
in der Nähe sehen, muss man überdenken, dass sie nicht in der Nase lebt. Ja, jetzt kann ich Wasser wieder aufmachen. Dann die Leute haben wieder Wasser. Wunderbar. Ja, der Monteur mit seiner Schutzausrüstung, weiß schön, Schutz, gut geschützt. Ja. Gegen Infektion, aber Wasserleitungen muss man also Sicherheit mal sich schützen, ganz, ganz, ganz gut. Tja, wunderbar. Ja, jetzt Wasser läuft, weiter geht, alles wunderbar. Alles gut. Ja, da hätte man Geräusch. Alles funktioniert. Ist alles dicht. Ja. Und unsere Identität unter Kontrolle ist dicht. Ja, okay.